Hallo Filmfans und herzlich willkommen zur allerersten Filmkollekte für dieses Jahr am Ende des Monats April. Und nun ja, ich zeige euch einen kleinen Auszug der Filme, die es in den letzten Monaten bei mir in die Sammlung geschafft haben, beziehungsweise die Filme, wo ich meine, dass man die auch nochmal zeigen kann, während andere ja schon zigtausendmal durchgekaut wurden. Klassisch fangen wir mit der Animationsfilmecke an. Erstmal mit Die Hüter des Lichts, einem Film aus dem Jahre 2012, produziert von Guillermo del Toro. Der visuell sehr überbordend daherkommt, mit einigen Figuren, die doch deutlich Ecken und Kanten haben, diese Sagen- und Fabelgestalten wie den Weihnachtsmann, den Osterhasen, aber auch die Zahnweh etc. in einen Film unterbringt. Und ja, ich muss sagen, das Ergebnis ist doch ein sehr unterhaltsamer, doch recht emotionaler Film, der auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Der auf Blu-ray in einer wirklich bestechenden Qualität dargeboten wird. Das erste Mal habe ich ihn im Dezember letzten Jahres auf DVD gesehen, obwohl der Film mich nicht sonderlich interessiert hatte, aber ich war dann doch dann recht angetan von dem Film und habe mir dann jetzt einfach mal in die Sammlung geholt. Und ja, ich kann auf jeden Fall für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen für die Hüter des Lichts. Gut, dann ein neuerer Animationsfilm bzw. ein Sequel, und zwar zu Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Das Tolle hieran ist, dass der Film nahtlos von der Handlung an den Vorgänger anschließt. Affenfels wird quasi zum Lebensraum für die sogenannten Naschtiere, ja, die von Flint Lockwood erschaffene Maschine kreiert. Naschtiere, Fodimels im englischen Original, so wie Fritantulas oder Schrimpansen oder Görkchen, die gerne ja, fischen gehen und nerviges Lauchgemüse. Ja, das Ganze kommt wie eine Hommage, nur mit Lebensmitteln, zu Arthur Conan Doyles Lost World daher. Ist allerdings vom Gaggehalt eher relativ bescheiden ausgefallen, beziehungsweise die meisten Gags funktionieren einfach nicht, da man sie eigentlich schon so ähnlich im ersten Teil gesehen haben, zumal die Slapstick-Haftigkeit hier einem doch auf die Dauer etwas auf die Nerven gehen könnte, aber der Film schafft es in der zweiten Hälfte dann doch, die Kurve zu kriegen. Wird dann recht dramatisch, hat auch einen charismatischen Schurken zu bieten, und natürlich auch die obligatorische Message. Allerdings denen, die den ersten Teil schon nicht so gut fanden oder beziehungsweise nach an Überzuckerung, Überfettung gelitten haben, kann ich den hier wirklich dann eher nur bedingt empfehlen. Schade ist auch, dass es hier Sony-untypisch kein Wendecover gibt. Das finde ich ein bisschen schade, denn das Cover an sich sieht nicht wirklich schlecht aus. Man hätte sich das hier natürlich sparen können mit dem Hinweis, dass es vier zusätzliche Kurzfilme, Minifilmchen gibt, das hätte man sich sparen können, aber die sind auf jeden Fall sehr sehenswert. Aber hier kann ich nur eine bedingte Empfehlung aussprechen. Gut, dann kommen wir zur britischen Spaßecke, hier einmal mit Attack the Block, ein Film, den ich mir jetzt quasi schon zum zweiten Mal geholt habe. Beim ersten Mal war die Blu-ray nicht in der Hülle drin. Ja, dann musste ich dann zurück zum Müller laufen, habe mir dann natürlich einen Gutschein geben lassen, habe dann nochmal ein paar Wochen gewartet, bis sie den dann wieder auf Lager hatten. Und haben mir dann geholt. Das Warten hat sich allerdings gelohnt. Ja, die Qualität der Blu-ray ist natürlich Cape Light, typisch über jeden Zweifel haben. Der Film macht einfach nur Spaß, die Extras sind wirklich sehr erlesen. Ja, und diese Mischung aus Komödie mit Sci-Fi-Horror-Elementen weiß auf jeden Fall zu gefallen. Und auch das Kreaturendesign, was ja damals von vielen Seiten her als einfallslos betitelt wurde. Also ich finde, diese wolfsähnlichen Aliens mit ihren fluoreszierenden Zähnen, das fand ich schon eine coole Idee. Das kommt auch richtig gut rüber, hier auch auf Blu-ray. Und deswegen Attack the Block endlich auch wirklich in der Sammlung, nicht nur als Hülle. Gut, dann kommen wir noch zu The World's End, den Abschluss der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright, der sich ja jetzt für Marvel mit dem Ant-Man beschäftigt. Ja, ist sicherlich nicht so gut wie Shaun oder Hot Fuzz, ist allerdings ein würdiger Abschluss. Ein Film, auf den man sich auch einlassen muss, vor allem auf diesen Twist, der dann in der Mitte des Films kommt, mit diesem Jugendlichen auf dem Klo. Die Action-Szenen sind schon wirklich over the top, die sind so übertrieben. Also man spart hier auch nicht an blauem Gore. Naja, roter Splatter wäre ein bisschen fade. Deswegen die FSK 12 war dann doch recht überraschend. Der Film ist wirklich nicht ohne, aber das passt irgendwie zum Gesamtbild, den das Ganze macht. Und natürlich das Ende nach dem Ende ist auch so eine fragwürdige Sache. Aber ich muss sagen, mir hat diese Mischung wirklich sehr gut gefallen und auch das Ensemble kann sich definitiv sehen lassen.
Ja, dann auch eine Mischung aus Komödie, vielleicht mehr Tragikomödie. Super Shut Up Crime gibt es im Moment im Müller noch für 8,99 hier das Blu-ray Mediabook, was wirklich sehr gut rüberkommt. Ja, diese Vergleiche mit Kick-Ass lassen wir mal lieber weg, denn dieser Film geht hier doch in eine ganz andere Richtung. Was hier James Gunn auf die Beine gestellt hat mit relativ wenig Budget, ist wirklich unglaublich. Und Ryan Wilson, der ja meistens nur auf Nebenrollen in irgendwelchen eher Fadenkomödien abgestempelt ist, kann sich hier wirklich austoben. Definitiv, genauso wie Kevin Bacon. Die Gewalt in dem Film ist auch nicht ohne. Man sieht hier das Vigilantentum in einem ganz anderen Licht oder warum er das halt macht. Und dann kommt natürlich dann auch noch Ellen Page dazu, die noch frenetischer abgeht. Ja, und das schürt natürlich Erwartungen auf den ersten richtigen Big-Budget-Film von James Gunn, auch für Marvel, und zwar Guardians of the Galaxy, wo er natürlich auch einige Darsteller hier aus Super bzw. seinem Vorgängerfilm Slither auch noch unterbringen konnte. Ja, das Witzige ist natürlich hier auch dieser kleine Comic, der hier drin liegt, The Holy Avenger, dann natürlich hier nochmal was zu den Darstellern an sich. Michael Rooker, den kennen wir ja natürlich alle. Ja, und ansonsten eine wirklich gute Umsetzung, wirklich sehr schönes Blu-ray Mediabook, was man sich für diesen Preis definitiv auch zulegen kann. Super, ist auf jeden Fall super, eine Empfehlung für mich. Allerdings auch ein Film, der mehr oder minder die Meinungen sehr stark spaltet. Gut, dann kommen wir zur Musikecke. Und zwar hier mit natürlich Metallica Through the Never 3D. Es gibt natürlich noch ein anderes Steelbook, dessen Art wirklich allerdings nicht sonderlich erbaulich finde oder gut finde oder so, dann finde ich das hier schon wesentlich besser mit Dane DeHaan hier auf der Vorseite. Ja, und auf die zwei Extras mehr kann ich auch ehrlich gesagt verzichten. Ja, das Steelbook ist auf jeden Fall sehr hochwertig verarbeitet. Ja, und es ist halt eher so ein klassischer Konzertfilm, der etwas aufgepeppt wurde durch eine, naja, nicht wirklich großartige Rahmenhandlung, denn die nimmt vielleicht gerade mal 10% überhaupt der Laufzeit des Films ein, wenn überhaupt. Und großartige Schauspielern muss Dane DeHaan hier auch nicht, aber was Nimrod Antal hier zusammen geschustert hat, kann sich auf jeden Fall definitiv sehen lassen. Vor allem die Bühne ist wirklich ausladend, was man sich dafür hat einfallen lassen. Und auch die Blu-ray-Präsentation ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Hier natürlich, ja, noch ein bisschen Werbung. Hier gibt es natürlich noch die Songliste. Und man sieht natürlich, das meiste sind die ganzen Klassiker. Man kann natürlich zu Metallica stehen, wie man will. Manche mögen sie ja absolut nicht mehr. Ich muss sagen, ich mag die Musik nach wie vor. Und der Film macht auf jeden Fall viel Spaß. Es ist vor allem ein auditiver und visueller Genuss. Da kann man sein Gehirn ruhig abschalten. Gut, es kann allerdings auch anders gehen, auf negative Art und Weise. Imaginarium by Nightwish, ein sogenannter Konzeptfilm. Hier von Cape Light. Ist zwar eine gute Blu-ray-Präsentation, aber ich wusste schon, warum ich den Film vergessen hatte, weil er einfach überhaupt gar nicht geht. Das ist ein langgezogener, ich weiß nicht, absolute pure Langeweile. Der Schneemann mag zwar gut sein, aber irgendwann sind die visuellen Effekte einfach nur noch absoluter Mittelmaß. Und man fragt sich, worauf will der Film jetzt eigentlich hin? Ja, es ist einfach eine gute Präsentation von Cape Light hier, technisch sehr ansprechend, aber ja, es ist ein Film, der früher oder später sowieso wieder aus der Sammlung fliegt, weil er einfach in vielerlei Hinsicht einfach nur nichtssagend ist. Gut, dann kommen wir ein bisschen zu Action, und zwar hier mit Jason Statham, Double Up Collection von Studio Canal, Bankshop. Ja, ein guter Heist-Film. The Mechanic, das Remake eines eher mittelmäßigen Charles Bronson-Films namens Kalter Hauch aus den 70ern. Ja, auf jeden Fall für unter 10 Euro kann man nicht meckern. Bekommt man hier noch einiges geboten. Übrigens von The Mechanic ist auch ein Sequel in Arbeit, das soll von Dennis Gansel in Berlin dann inszeniert werden. Wurde letztens beim ja, Festival oder Filmmarket beschlossen. Lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann als nächstes haben wir hier natürlich die Passion Christi von Cape Light im ja, 4-Disc-Mediabook. Wieder mal eine sehr schöne Aufmachung, muss man einfach nur so sagen. Das einzige Manko ist natürlich, dass man das
ja, das gekürzte Making-of der DVD leider auch auf die Blu-ray gepackt hat, aber im Mai gibt es dann eine Umtauschaktion seitens Cape Light, ist natürlich wieder sehr vorbildlich für dieses Label. Der Film selber ist natürlich mal wieder absolute Geschmackssache, da muss man einfach drauf stehen, aber ich muss sagen, ich habe seit Ewigkeiten auf eine vernünftige Special Edition einfach gewartet. Wurde der Film noch bei Konstantin Highlight im Vertrieb war, wurde ja mal eine Premium Collection also quasi angekündigt, aber die ist niemals erschienen. Und deswegen hier zum 10. Jubiläum des Films ist das auf jeden Fall eine sehr würdige Veröffentlichung, definitiv, die auch die kürzere Recut-Fassung enthält. Gut, dann kommen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen zu Game of Thrones hier in der DVD-Version, ja, mal wieder nur die DVD-Version, wobei ich die eigentlich recht schön hübsch finde. Vor allem, dass es hier einen PVC-Schuber gibt. Die Produktionsdaten sind hier natürlich nur auf dem Blatt hinten festgeklebt, was man jederzeit auch entfernen kann. Und ja, der Schuber sieht, muss ich sagen, sehr edel aus. Der Schriftzug selber wurde auch leicht geprägt. Und ja, innen drin ist es immer wieder. Halt Warner-typisch gibt es leider nur ein schlichtes Case. Seit Staffel 2 sind scheinbar Digipacks nur noch Amazon exklusiv. Finde ich absoluten Bullshit, aber naja, soll jeder für sich entscheiden. Hauptsache die Serie und der Rest, die Verpackung kann eigentlich auch vollkommen egal sein. Aber ich muss sagen, diese DVD-VÖ hier macht's auch allemal. Vor allem mit der Silhouette hier des Drachens. Die sich doch wirklich sehr gut macht, so als Schatten. Ja, auf jeden Fall eine schöne Veröffentlichung. Gut, dann kommen wir natürlich noch kurz zur Horrorabteilung. Hier einmal mit Your Next. Ja, das hier ist die Müller Blu-ray-Auflage mit diesem kleinen Metallschild. Es gibt natürlich im Mediamarkt auch noch ein Steelbook und dann auch noch eine Steelbook-Version mit extra Leinwand, aber habe ich bis jetzt hier noch nie gesehen. Ja, der Film ist richtig gut, ist wirklich das, was ich unter Home Invasion verstehe von Adam Wingard. Auch die Blu-ray war es wirklich zu überzeugen, obwohl es hier wirklich, ja, das muss ich auch sagen, kaum Extras gibt, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt nur Trailer und sonst nichts wirklich filmbezogenes. Aber dafür sind Bild und Ton für diese Low-Budget-Produktion sehr gut ausgefallen und ja, dieses kleine Metallschild ist ein wirklich sehr, sehr süßes Gimmick. Ja, dann noch zum guten Schluss die Nazi-Ploitation-Ecke hier mit Iron Sky, der nunmehr dritten Steelbook-Auflage. Hier natürlich nur die DVD-Version, aber die reicht vollkommen aus. Ja, der Film wurde natürlich per Crowdfunding finanziert, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn man sieht, was man hier aus dem Budget rausgeholt hat. Obwohl der Film sicherlich als Satire dann doch etwas zu zahnlos daherkommt. Aber der Film macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ich muss sagen, das Steelbook ist auch sehr gut gelungen. Und für den Preis, für den man es bekommt, kann man auch definitiv nicht meckern. Ja, dann haben wir natürlich noch Frankensteins Armee. Zu dem muss ich eigentlich nicht allzu viel sagen. Wenn das ein normaler Film gewesen wäre, hätte er sicherlich noch besser abgeschnitten. Aber ich muss sagen, der Film machte dennoch viel Spaß, definitiv. Also, und ja, bekommen wir auch schon für unter 10 Euro nachgeworfen. Ja, und die Veröffentlichung ist auch sehr ansprechend ausgefallen. Und zu guter Letzt die Nummer 23 der Black Edition Outpost Operation Spetsnaz. Ein Film, bei dem ich die SpioJK-Freigabe strafrechtlich unbedenklich nicht nachvollziehen kann. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, warum die FSK so einen schlechten Tag hatte, beziehungsweise die Spio. Also vom Gewaltgrad her wurde hier definitiv nicht nochmal höher gestapelt, wie im Gegenzug zum ersten oder zum zweiten Teil. Definitiv nicht. Aber ich hatte ja den Film schon vorgestellt gehabt, Anfang des Jahres. Es ist auf jeden Fall solide Nazi-Horror-Mutantenkost, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Ich war ganz überrascht, dass diese Black Edition trotz harter JK offen im Müller in der 18er Abteilung rumlag. Normalerweise werden solche VÖs ja nur unter der Ladentheke angeboten, aber hin und wieder kommt das auch mal vor. Gut, das war's mit einer neuen Filmkollekte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.